Ja, du bist super, weil du sehr flexibel bist. Du bist lustig. Ja, du bist super. Ja, du bist super. Ich finde ihn lustig und nett. Also ich finde es sehr gut. Ich habe sehr spät angefangen mit Klavierspielen. Mhm. Und tut mir schwer beim Notenlesen oder haben wir eigentlich immer schwer getan beim Notenlesen, aber der Gerd hat mir das so beigebracht, dass ich mir gut zurechtfinde und auch viel nach Gehör spielen kann. Seine CD finde ich sehr gut. Das regt einfach an, immer wieder ein neues Stückchen auszusuchen. Und der Gerd unterstützt einfach super, das so schön portionsweise einzustudieren. Und wir verstehen uns einfach. Ja? Also das, was er mir erklärt, das ist nicht abgehoben von der Sprache her, von der Theorie her. Gerd ist super, weil er auf die Schüler eingeht und man das spielen darf, was man will. Ja, was ist gut an meinem Klavierunterricht? Also gut ist, dass du halt, dass ich halt spielen kann, was ich will. Und weil sonst in der normalen Musikschule ist es halt so, dass man die klassischen Lieder spielt. Und da kann man halt dann so sich aussuchen, was man halt spielen will und das finde ich gut. Okay. Da ich schon als Kind angefangen habe und mich für Klavier begeistert hat, hast du mir genau das gegeben, was ich damals gebraucht habe. Also ich habe sowohl eben ein bisschen den ich würde nicht Zwang, sondern eben genau das Gegenteil im Endeffekt. Also dass dieses Hinleiten zum selber wollen. Du bist einfach der beste Klavierlehrer. Also, dass du ziemlich flexibel bist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal keine Zeit habe oder sowas, können wir den Termin halt verschieben sozusagen. Ja. Einfach, also du bist ziemlich flexibel und das ist echt praktisch manchmal. Man lernt echt viel bei dir. Dankeschön. Bitte schön. Was hast du so gelernt bis jetzt? Amerikanisches Lied. Das ist korrekt. Und was lernen wir gerade? Pippi Langstrumpf. Genau. Ist irgendwas schlecht an meinem Klavierunterricht? Nein. Kannst du sagen. Ich finde gut an deinem Klavierunterricht, dass du sehr flexibel bist mit den Unterrichtsstunden und sehr, sehr gute Nerven hast. Was bei mir sehr wünschenswert ist, weil ich wahrscheinlich ziemlich dein Nervenkostüm strapaziere. Das ist voll in Ordnung. Okay. Hallo, wie heißt du? Soll ich das auch sagen? Elena. Hallo, buongiorno, Elena. Was findest du gut an meinem Klavierunterricht? Dass er immer sehr lehrreich, aber trotzdem voll lustig ist. Okay, okay. Sonst noch irgendwas oder passt du? Ja, mit dir hat man immer einen Spaß und das taugt dann richtig der Wisse spielen. Okay, du. Danke, Jün. Schön. Hallo. Hallo. Wie heißt du so? Ich bin der Felix. Servus. Und ich hab Klavier beim Gerd. Okay, okay. Und er ist echt ein nicer Lehrer. Und er bringt dann die Sachen nice bei. Okay. Ja, also man lernt eigentlich ziemlich schnell. Die Stücke gehen ziemlich schnell voran, wenn man das so versteht, so wie die linke und die rechte Hand zusammenspielen. Und man kann auch ziemlich schwere Stücke lernen, weil man einfach das System dahinter versteht, wie das aufgebaut ist, wie das richtig im Takt ist. Und Buongiorno! Hallo Lilo, wie geht's? Was? Ja, sag mal so, was gefällt dir denn an unserem Klavierunterricht? Dass du ein guter Klavierlehrer bist. Okay. Lustiger. Okay, okay. Passt. Sonst noch irgendwas, was dir einfällt? Kannst du sagen, was du willst? Dass du eigentlich ein guter Lehrer bist und ich hoffe, dass ich noch andere gute und lustige Lieder lerne. Okay, guti. Passt. Danke. Ciao. Genau, buongiorno. Hallo, hallo. Wie heißt denn du? Ich heiße Christoph. Bist du dir sicher? Ja. Okay, das ist gut. Christoph, was findest du gut an meinem Klavierunterricht? Dass du mir gut lernst, wie man Klavier spielt. Okay. Und was noch? Und ich finde deine Brieftasche cool. Okay. Und das ist sehr lustiger Unterricht. Es ist nicht, also man wird nicht mit dem Stock auf die Finger gehauen. Sehr gut. Okay. Also keine Qualen. Keine Qualen, ja, sehr gut. Und man lernt die Stücke eigentlich ziemlich gut und genau und schnell. Also es ist ziemlich diskret. Man kommt voran. Man hat eine große Auswahl an Stücken in der fetten Mappe.
Und ja, auf jeden Fall das Geld wert. Okay, danke. Hallo! Wie heißt du? Ich heiße Alina. Okidoki. Was findest du gut in meinem Klavierunterricht? Okay, kann nicht mehr reden. Was findest du gut an meinem Klavierunterricht? Also, du bringst Kindern viel bei. Okay. Du bist einfach der beste Klavierlehrer. Echt? Wow, cool. Danke, Jün.